Das Zweite Vatikanische Konzil nimmt sein Ende. Eingestuft als eines der bedeutendsten Konzile in der Geschichte der römisch-katholischen Kirche, wurden 16 Dokumente verfasst, um die Kirche zu modernisieren und ihre Rolle im 20. Jahrhundert neu zu definieren. Der abschließende Segen gilt der versammelten Menschenmenge und der ganzen Welt. Ite et pace, gehet hin in Frieden. Mit diesen Worten schloss Papst Paul VI. Das Konzil, nicht ahnend, was folgen würde. Die Jahrzehnte danach waren gekennzeichnet von vielen Turbulenzen. Viele meinen, der Prozess der Erneuerung, der mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil begonnen hat, sei zum Stillstand gekommen. Kann die Kirche die Hoffnungen der Menschen erfüllen, die sich auf das stützen, was die Kirche vorgibt zu sein? Der Fels im Wandel der Zeiten. Trotz Modernisierung der Kirche, einem vielbeschäftigten und weitgereisten Oberhaupt, sind die Anzeichen einer weltweiten Krise unübersehbar. Die Zahl der Gottesdienstbesucher hat drastisch abgenommen, nur mehr rund 10-15% der deutschsprachigen Katholiken besucht regelmäßig den Gottesdienst. Seit 1978 verlor die Kirche in Deutschland 2 Millionen Mitglieder. In Österreich hat sich die Zahl der regelmäßigen Kirchgänger seit Anfang der 70er Jahre halbiert. In den anderen Ländern ist die Entwicklung ähnlich. Selbst im vatikanischen Stammland Italien glaubt nur mehr weniger als die Hälfte an ein Leben nach dem Tod und an den Anspruch der Kirche, die einzig wahre Religion zu sein. Frauenorden siechen dahin, immer weniger Jungkatholiken wollen Priester werden. Finanzielle Ausfälle in Milliardenhöhe lassen das Budget des Vatikans schrumpfen. Viele Bauwerke sind renovierungsbedürftig. Immer öfter dringen Skandale an die Öffentlichkeit. Was ist der Grund für die gegenwärtige Krise? Einige nehmen an, dass das Zweite Vatikanische Konzil zu weit gegangen ist und auf diese Weise die Kirche destabilisierte. Andere beschuldigen Rom, der Modernisierung entgegenzuwirken und in der Vergangenheit zu leben. In diesem Zusammenhang werden des Öfteren Themen wie Zölibat, Priesterweihe für Frauen und die katholische Sexualethik genannt. All das hat viele Katholiken dazu geführt, auch andere Lehren der römisch-katholischen Kirche zu hinterfragen. Die genannten Aspekte haben zweifelsohne ihre Berechtigung, aber kann es sein, dass das wahre Problem viel tiefer in den Dogmen des römisch-katholischen Glaubensverständnisses selbst liegt? Wir stehen hier am Fuße des Matterhorns in Zermatt. Hier in dieser Pfarrkirche von Zermatt habe ich 5 Jahre als Vikar gewirkt. Ich heiße Gregor Daliard. Schon als Kind war es mein größter Wunsch, Gott zu dienen. Deshalb bin ich Priester geworden. Ich war anschließend nach Zermatt noch 5 Jahre Pfarrer von Grächen. Mit 41 Jahren konnte ich nicht mehr Priester sein. Und es ist in diesem Moment, dass wir uns in der Paroisse katholisch engagiert. Wir haben uns 10 Jahre lang in der katholischen Kirche engagiert und in einem kirchlichen Team mitgearbeitet. Während dieser Zeit gab es viele bewegte Diskussionen, da wir nicht immer einer Meinung bezüglich der Dogmen waren. Dennoch sind wir geblieben. Unser Engagement hat uns auch nicht viel weitergebracht. Und so fassten wir nach diesen 10 Jahren beide den Entschluss, ins Kloster zu gehen. Wir dachten, wir könnten dort Gott und persönlichen Frieden finden. Roland hat sich in einem Kloster in der Schweiz engagiert, ich in Frankreich. Beide haben wir den Zisterzienserorden gewählt. Das ist ein sehr strenger und kontemplativer Orden. Unsere Motivation war, Gott zu suchen, ihn anzubeten und ihm zu dienen. Aber ich habe Gott dort nicht gefunden. Dafür habe ich den persönlichen Frieden in Jesus Christus gefunden. Mein Name ist Hervé Pasquier.
J'ai trouvé la paix en Jésus-Christ. Je suis Hervé Pasquier. Das ist die Pfarrkirche Golling. Hier war ich 16 Jahre lang Pfarrer. Mein Name ist Johannes Rammel. Nach insgesamt 22 Jahren als Priester legte ich mein Amt nieder. Auslöser war eigentlich die Ahnung, dass die Wirklichkeit Gottes größer ist als im Rahmen der Liturgie, der Sakramente und des anderen kirchlichen Lebens es sichtbar wird. Es hat mich fasziniert, dass die Heilige Schrift sagt, dass Gott eine persönliche Beziehung zu uns haben möchte. Mein Name ist Alois Wagner, geboren 1953 im Bayerischen Schwaben. Von 1963 bis 1972 besuchte ich das bischöfliche Studienseminar St. Ulrich und St. Stanislaus in Dillingen, dem sogenannten Schwäbischen Rom. Anschließend 1972 studierte ich katholische Theologie im Priesterseminar in Augsburg. Als ich merkte, dass das für meine persönliche Beziehung zu Gott nicht förderlich war, gab ich das Studium dann auf. Mein Name ist Bernhard Dura. Als tiefgläubiger Katholik und aus voller Überzeugung meldete ich mich mit 23 Jahren bei der Schweizer Garde im Vatikan. Ich diente dem Johannes Paul I. und dem Johannes Paul II. Als Leibgardist. Ich habe mich riesig gefreut, als ich die Meldung bekam, dass die Schweizer Garde mich angenommen hat. Und mit großer Freude ging ich nach Rom, um Gott und dem Papst zu dienen. Ich dachte, bei der Schweizer Garde hätte ich die Möglichkeit, Gott zu dienen und unter Menschen zu leben, die auch den Wunsch haben, Gott zu dienen. Diese und tausende andere untersuchen ihren römisch-katholischen Glauben aufs Neue, inwieweit sich dieser mit dem Felsen deckt, auf den sich das Christentum gründet, Jesus Christus. Die Messe ist der Mittelpunkt der katholischen Glaubenslehre, der Gipfel und die Quelle allen Heils. In der Messe bekommt der Katholik die intensivste Teilhabe am Heil Gottes. Alle Katholiken sind dazu aufgerufen, jede Woche daran teilzunehmen. Jesus Christus lehrte seine Jünger, das Abendmahl zu feiern, um seiner zu gedenken. Zum Unterschied zu den meisten christlichen Gemeinschaften lehrt die römisch-katholische Kirche, dass das Brot und der Wein mehr sind als bloße Symbole. Der Priester verwandelt das Brot in den Leib Christi. Die Hostie ist nunmehr kein Brot mehr, sondern der tatsächliche Leib Christi. Sie gilt deshalb als heilig und muss auch in diesem Sinne angebetet und verehrt werden, was in dem kirchlichen Fest vom Leichnam zum Ausdruck kommt. Dasselbe geschieht mit dem Wein, der in das tatsächliche Blut Jesu Christi verwandelt wird. Wie kann die Kirche behaupten, dass eine Verwandlung stattfindet, obwohl alle äußeren Anzeichen das Gegenteil behaupten? Sie zieht eine Theorie heran, die als Transsubstantiationslehre bezeichnet wird. Bei dieser Lehre greift die Kirche auf ein philosophisches Konzept von Aristoteles zurück, der unterschieden hat, dass jedes Ding, jede Sache, jede Person aus Akzidenz und Substanz besteht. Um ein Beispiel zu nennen, meine Substanz ist das, was mein Charakter, meine Person ist, die aber unsichtbar ist, nicht direkt greifbar ist. Akzidenzien sind das, was sichtbar ist, die Farbe meiner Augen, meine Stimme, vielleicht sogar meine Kleidung. Und so hat die Kirche gesagt, das, was Akzidenz ist, was sichtbar und tastbar, fühlbar, schmeckbar ist, das ist eben die Hostie, Mehl und Wasser bzw. Wein. Das aber, was sich den Sinnen entzieht, aber sich dennoch dahinter verbirgt, ist die Substanz und das ist wahrhaftiger Leib und wahrhaftiges Blut Jesu Christi. Die Kirche geht sogar noch einen Schritt weiter. Der Priester, ausgestattet mit dieser einzigartigen Vollmacht durch die Kirche, muss das Brot und den Wein verwandeln, damit Christus als wahres, lebendiges und unblutiges Opfer dargebracht werden kann. Nur wenn es in die Gegenwart hereingeholt wird, bekomme ich Zugang zum Kreuzesopfer. Ein Opfer zur Sühnung der Sünden für Lebende und Tote. Ich habe als Priester auch völlig geglaubt,
dass ich durch die Teilnahme am Messopfer Vergebung der Sünden empfange, dass die Versöhnung mit Jesus Christus hier stattfindet. Die Messe ist nach katholischem Dogma ein Messopfer, eine Opferhandlung, die Versöhnung bewirkt und nicht eigentlich eine Danksagung, wie sie die Urchristen praktiziert haben. Es gibt nicht viele Opfer. Die katholische Kirche lehrt dagegen, dass der Priester jeden Tag, der katholische Priester für sich und die Teilnehmenden, das Opfer der Versöhnung darbringt. Dabei, so lehrt das Dogma, ist der Priester und die Opfergabe Christus selber. Das können wir in diesen Artikeln 597, 599 Glaube der Kirche nachlesen. Und dieses Opfer bewirkte, dass das Kreuzesopfer Christi in die Gegenwart hereinversetzt wird? Das Opfer Jesu also muss, laut der Lehre der Kirche, immer wieder neu in die Gegenwart geholt werden, muss immer wiederholt werden. Aber wir müssen uns fragen, was Jesus dazu gesagt hat. Als er den Jüngern Brot und Wein ausgeteilt hat, hat er lediglich gesagt, dies tut zu meinem Gedächtnis, erinnert euch an mich, an das einmalige Opfer. Die Bibel lehrt uns, wenn wir mal den Hebräerbrief ausschlagen, dann lehrt uns die Bibel ganz klar und unmissverständlich, dass es neben dem einmaligen Opfer kein zweites Opfer gibt. Hebräer Kapitel 10, da lesen wir im Vers 10, in diesem Willen sind wir geheiligt und das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Oder im Vers 14, Hebräer 10, 14, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Wenn das Opfer nicht beständig wiederholt werden würde, so die Kirche, dann hätte es für uns heute keine Wirksamkeit mehr. Aber die Bibel sagt, wenn Gott das Opfer Jesu Christi anschaut, dann sagt er, ich bin zufrieden, es reicht aus für alle Menschen zu allen Zeiten. Totus tuus, ganz dein, das ist nicht nur das Motto des jetzigen Pontifex Maximus. Unzählige Bilder, Statuen, Skulpturen, Kronen, Kapellen und Kirchen auf der ganzen Welt sind Maria geweiht. Als Mutter Gottes, Himmelskönigin, Morgenstern, Königin der Apostel und Vermittlerin aller Gnaden, um nur einige ihrer Titel aufzuzählen, von Klerus und Laien gleichermaßen verehrt, spielt sie eine große Rolle in der Frömmigkeit vieler Katholiken. Und die Maria ist für mich das Herz der Kirche. Für Sie persönlich? Meine Mama. ist meine Mama im Himmel. Aha. Ja. Und beten Sie regelmäßig zu Maria? Ja. Was erwarten Sie, was Maria für Sie tun kann? Alles. Alles. Sie ist auch irgendwie die Mittlerin, also wie wenn man sich nicht zum Vater gehen traut, im ersten Moment geht man zur Mutter kurz und sie sagt, komm. Die Mama hilft immer. Ja. Und ich glaube, sehr viele Menschen in diesem Land haben einen ganz stillen und ganz tiefen Bezug zu ihr als Mutter. Für mich persönlich ist sie die Mutter einer Familie. Und was die Mutter einer Familie bedeutet, das kann sich jeder vorstellen. Ich verehre sie sehr und sie ist mir eine Zuflucht im Gebet. In den letzten 100 Jahren vor dem Konzil, bezeichnet als Marianisches Jahrhundert, entstanden in der katholischen Kirche viele neue Lehren über die Jungfrau Maria. Begonnen hat es mit der Erklärung von Papst Pius IX. Über die unbefleckte Empfängnis Marias im Jahre 1854. Die unbefleckte Empfängnis Marias hat nichts mit der Geburt Jesu zu tun, auch nichts mit der Verkündigung, dass Jesus geboren werden soll. Das Dogma von 1854 lehrt dann unmissverständlich, dass Maria sündenlos empfangen worden ist von ihren Eltern. Es ist eine theoretische Konstruktion. Es wird damit gesagt, dass Maria von Anfang an sündlos war. Natürlich, dieses Dogma, dass Maria unbefleckt war, ohne Sünde empfangen worden ist von ihren Eltern, wirft große Probleme auf. Die Bibel sagt uns in Römer 6,23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn nun Maria nie gesündigt hat, ist sie dann eigentlich gestorben? Und wenn sie gestorben ist ihr Körper dann im Grab verwest?
Viele Katholiken wollten dies wissen. 400 Bischöfe, 8000 Priester sowie Angehörige vieler religiöser Orden haben sich mit dieser Frage an Rom gewandt. 8 Millionen Laien schlossen sich dieser Bitte an und schließlich erklärte Papst Pius XII. Im Jahre 1950, dass Gott Maria leibhaftig in den Himmel aufgenommen hat. Diese Lehre ist bekannt als Maria Himmelfahrt. Also kam für mich auch mal die Frage auf, wie kann es möglich sein, dass die katholische Kirche eine solche Lehre aufstellt, die im absoluten Widerspruch steht. Pius XII., der dieses Dogma 1950 erklärt hat, hat das ganz öffentlich zugegeben, dass das nur durch die Tradition begründet werden kann. Ein weiteres Dogma ist in Vorbereitung, Cori Temptoris. In einem Schreiben vom 12. Mai 1991 ist im Osservatore Romano zu lesen. Evas wegen wurde die Tür des Himmels den Menschen verschlossen, doch um Marias Willen wurde sie erneut für alle geöffnet. Der Papst wünscht, dass das Dogma Maria als Miterlöserin neben Christus bald geschaffen wird. In seiner Ansprache vom 24. Oktober 1995 anlässlich der Generalaudienz spricht der Papst von der sogenannten Mittlerschaft Mariens in der Geschichte. Er zitiert den heiligen Bernhard von Clairvaux, im Jahre 1153 ist er verstorben. Bernhard von Clairvaux schrieb, bringe deinen Sohn dar, seligste Jungfrau, und stelle dem Herrn die Frucht deines Leibes vor. Bringe die heilige, Gott wohlgefällige Hostie dar für unsere Versöhnung mit allen. Hier wird Maria als die notwendige Mittlerin hingestellt, die dem Vater den Christus darbringt. Ohne Maria geht's nicht. Ein Schüler und Freund von Bernhard von Clairvaux, Arnold von Schachter, berichtet von zwei Kreuzen. Er unterscheidet im Kreuz zwei Altäre, einen im Herzen Marias und den anderen im Leibe Christi. Und er sagt, Christus opferte sein Fleisch, Maria opferte ihre Seele. Also beide haben am Erlösungswerk mitgelitten. Der Papst kommentiert dann das so, dass beide, Jesus und Maria, miterlöst haben, dass Maria außerordentlich mitgewirkt hat am Erlösungswerk. Die biblische Betrachtungsweise zeigt Maria als eine demütige, gläubige Dienerin Gottes. Aber die katholische Tradition hat ihre Position mit der von Jesus Christus verwechselt. Wir befragten viele Katholiken. Nur eine Person wurde der Maria der Heiligen Schrift gerecht. Maria ist Mutter Jesu, ist im Neuen Testament an wichtiger Stelle. Aber man muss sicher die Relation zwischen Christus und Maria beachten. In dem Konzilsdokument Nostra Aetate wurde das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen neu definiert. Seitdem nehmen diese einen hohen Stellenwert im Denken und Handeln der katholischen Führung ein. In interreligiösen Zusammenkünften wird zu gegenseitigem Verständnis, Dialog und Zusammenarbeit aufgerufen. Dem Dalai Lama, als lebendiger Gott von den Tibetern verehrt, wird für dessen Einsatz bezüglich Zusammenführung der Religionen von katholischer Führung gedankt. Ich weiß, wie sehr Sie, Heiligkeit, im Dialog mit den verschiedenen Religionen stehen. Ein Anliegen, das seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil auch von der katholischen Kirche stark wahrgenommen wird. Bei einer dieser Zusammenkünfte verweisen sowohl das tibetische Oberhaupt als auch ein katholischer Bischof von Österreich auf jenes Ereignis, das bisher einzigartig in der Geschichte des Christentums ist. Das Gebetstreffen aller Weltreligionen 1986 in Assisi. Auf Einladung vom Papst Johannes Paul II. Kamen 160 Vertreter aus allen Erdteilen zum gemeinsamen Friedensgebet zusammen.
Katholiken, Protestanten, Orthodoxe und Juden. Mohammedaner rezitierten aus dem Koran, der Dalai Lama trug rhythmische Gesänge vor. Medizinmänner riefen den großen Geist. Animisten, Hindus, Buddhisten, alle waren vertreten, um, wie die katholische Kirche meint, zu dem einen Gott zu beten. So wie heute schon auf der Straße sagen, naja, es gibt ja nur einen Herrgott, es ist ja eh überall der gleiche, ob die den so nennen oder so nennen, es ist derselbe. Es ist an und für sich ganz einfach. Alle Leute möchten nach Ischl, aber Ischl ist sozusagen das Paradies. Der eine kommt mit dem Zug, der andere kommt mit dem Flugzeug, der andere kommt mit dem Auto. Genau das aber sagt die Bibel nicht. Die Bibel unterscheidet den Gott Israels von allen anderen. In der Praxis sehen die interreligiösen Bestrebungen auch so aus, dass zum Beispiel in Einsiedeln, wo die schwarze Madonna verehrt wird, Leute aus Asien, Pilgergruppen, animistischer Herkunft, dort ihre Göttin anbeten können. Es wird ihnen die Möglichkeit geboten, dass sie dort in der schwarzen Madonna ihre Göttin verehren und anbeten können. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Diese Wahrheit scheint heute mehr und mehr zu verschwinden. In dem Dekret über Ökumenismus weist die Kirche auch auf die Spaltungen innerhalb der Christenheit hin und drückt den Wunsch auf Wiedervereinigung aller christlichen Denominationen aus. Sie anerkennt, dass in anderen christlichen Gemeinschaften Teile der Wahrheit zu finden sind, wenngleich diese auch nicht in vollkommener Gemeinschaft mit ihr als einzig wahrer Kirche Jesu Christi stehen. Denn nur durch die katholische Kirche Christi, die das allgemeine Hilfsmittel des Heiles ist, kann man Zutritt zu der ganzen Fülle der Heilsmittel haben. Bei den anderen nicht. Warum? Ihnen fehlt die Messe und das Amt. Das wird immer wieder betont. Ohne die Messe, ohne die Teilnahme an der Messe, kann man gar nicht zu dieser Fülle kommen. Und so lehrt das Konzil, alle ökumenischen Bestrebungen sollen dahin führen, im Artikel 4, sodass dadurch allmählich die Hindernisse, die sich der völligen kirchlichen Gemeinschaft entgegenstellen, überwunden und alle Christen zur selben Eucharistiefeier, das heißt zur selben Messopferfeier, gelangen sollen. Zur Einheit der einen und einzigen Kirche, die Christus seiner Kirche von Anfang an geschenkt hat, eine Einheit, die nach unserem Glauben unverlierbar in der katholischen Kirche besteht. Damit ist klar und deutlich ausgedrückt, ein Zurück zur katholischen Messe. Einen anderen Ökumenismus kennt die katholische Hierarchie nicht. Wenn die evangelische Kirche ihre Lehre von der Rechtfertigung nicht radikal ändert, so gibt es keine Annäherung an die katholische Kirche. Das sagt der Chefideologe der Katholiken, Kardinal Ratzinger. Also der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Karl Lehmann, hat bei einer Laudatio, einer Ansprache zu einem Jubiläum eines Jesuiten klar und deutlich gesagt, je besser ein Prinzip des Katholischen verwirklicht wird in der Ökumene, umso mehr wird die wahre Ökumene gefördert. Und das ist natürlich Betrug in Bezug auf die anderen christlichen Gemeinschaften, die ganz naiv meinen, sie seien auch als vollwertige anerkannt, es ginge nur um ein gegenseitiges Bejahen und Tolerieren und werden damit umgarnt und zu Fall gebracht. Das Neue Testament beschreibt das Christentum als den Glauben, der einst durch Christus und die Apostel verkündigt worden ist. Der katholische Glaube aber hat im Laufe der Jahrhunderte immer wieder neue Lehren hinzugefügt. 1215, die Verwandlung der Hostie und des Weines während der Messe. 1272, die Lehre über das Fegefeuer. 1854, die unbefleckte Empfängnis Marias. 1870, die Unfehlbarkeit des Papstes. 1950, die leibliche Himmelfahrt Marias.
Wie begründet das Heilige Offizium, der offizielle Lehrstuhl im Vatikan, all diese Dogmen? Die Gewissheit in Glaubensfragen erhält die katholische Kirche nicht ausschließlich von der Heiligen Schrift. Sie stützt sich mit derselben Loyalität und Verehrung vor allem auf die Säule der Tradition. Wie kommt die katholische Kirche zu solchen Lehren wie Fegefeuer und anderem? Das Zweite Vatikanische Konzil hat bestätigt, dass die Heilige Schrift nicht die einzige Quelle der Wahrheit ist. Die Haltung der katholischen Kirche zur Heiligen Schrift ist zwiespältig. Sie sagt einerseits ganz klar, dass sie die Richtschnur des Glaubens ist, die Norm, an der sich der Glaube misst und regelt. Und andererseits sagt sie, die Heilige Schrift ist nur ein Niederschlag der großen Tradition, der einen großen Tradition der katholischen Kirche. Die Bibel sagt uns aber zum Beispiel in 2 Timotheus Kapitel 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und wenn die Bibel natürlich vom Geiste Gottes eingegeben ist, dann heißt das auch, wir müssen glauben, was sie sagt. Viele Katholiken wissen nicht, dass die Kirche beispielsweise die 10 Gebote verändert hat. Das 2. Gebot lautet: Fertige dir keine Götzenstatue an, auch kein Abbild von irgendetwas am Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder, bring ihnen keine Opfer dar, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich dulde keinen neben mir. Obwohl dieser Teil der 10 Gebote in jeder Bibel zu finden ist, lässt die katholische Kirche das 2. Gebot für gewöhnlich im Katechismus weg. Wie ist es möglich, dass es trotzdem 10 Gebote gibt? Das hat mich auch selber sehr schockiert, dass das 2. Gebot, wie es in der Bibel drinnen steht, einfach unter den Tisch gefallen ist und dann das letzte Gebot in 2 Teile aufgeteilt wurde, damit wieder 10 herauskommen. Ich musste dabei lernen, dass es gerade umgekehrt ist. Letztendlich steht die Heilige Schrift über der Kirche. Manche glauben, die Kritik an den Aussagen der katholischen Kirche in Bezug auf die Offenbarung komme aus dem protestantischen Feld als Attacke gegen die Kirche. Gerade die Reformatoren, die das Sola Scriptura, die Schrift, allein auf den Leuchter stellten, stammten alle eigentlich fast ausnahmslos aus dem katholischen Priestertum. John Wycliffe, ein katholischer Theologe und Professor in Oxford, war einer der ersten Reformprediger. Als er zu lehren begann, dass die Bibel die einzige Quelle der Wahrheit sei, brachte ihn Rom zum Schweigen. 44 Jahre nach seinem Tode wurde sein Leichnam exhumiert und seine Gebeine wurden verbrannt. Im Jahre 1415 wurde Johannes Hus, katholischer Priester und Theologe der Prager Universität, während des Konzils von Konstanz auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Sein Verbrechen: er verkündigte ebenfalls die Heilige Schrift als einzige Richtschnur in Religions- und Glaubensfragen. Auch Zwingli, der Schweizer Reformator, konnte die Tradition der Kirche nicht mehr länger gleichberechtigt auf dasselbe Niveau mit der Heiligen Schrift stellen. Der Franzose Johannes Calvin erlebte während seines Theologiestudiums eine geistliche Erneuerung und verließ kurz danach die Kirche. Der katholische Priester und Professor für Theologie an der Katholischen Universität zu Wittenberg, Martin Luther, verweigerte Repräsentanten des Papstes den Verkauf von Ablässen, die die Zeit im Fegefeuer verkürzen sollten und mit deren Erlös der Bau des Petersdoms finanziert wurde. Im Jahre 1517 schlägt er 95 Thesen an der Schlosskirche von Wittenberg an. Sola Scriptura. Allein die Schrift ist die letztendliche Autorität in Fragen des Glaubens und der Errettung. Sola Fide. Allein durch Glauben wird der Mensch vor Gott gerechtfertigt. Jeder Gläubige hat direkten Zugang zu Gott, allein durch Jesus Christus. Als man ihm befahl, seine Lehren öffentlich zu widerrufen, antwortete Martin Luther: Mein Gewissen ist gefangen in Gottes Wort.
All diese Männer waren treue Katholiken, deren Versuche, ihre Kirche zu reformieren und zu einem biblischen Christentum zurückzuführen, von ihrer Obrigkeit vehement niedergeschlagen wurden. Dies hat zu einem Bruch innerhalb der Kirche geführt. Seit einigen Jahrzehnten finden nun wieder vermehrt Beratungen zwischen Protestanten und Katholiken statt. Ein vorläufiger Höhepunkt der Bemühungen um Wiedervereinigung ist die Unterzeichnung der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre, die am 31. Oktober 1999 in Augsburg stattgefunden hat. Sie besagt, dass ein Konsens in Grundwahrheiten erzielt wurde, und zwar nur in einem bestimmten Aspekt, nämlich dem, dass der Mensch durch Gnade aufgrund seines Glaubens gerechtfertigt wird. Wie ist das zu deuten? Zeichnet sich ein Umdenken der katholischen Führung ab? Oder handelt es sich dabei nur um ein diplomatisches, kirchenpolitisches Taktieren, vor allem im Hinblick auf das vom Papst ausgerufene Heilige Jahr 2000, in dem es, Zitat Anfang, erneut einen Ablass zur Vergebung der Sünden geben werde. Zitat Ende. Wie kann man nun in diesen Genuss kommen? In den Anweisungen für die Erlangung des Jubiläumsablasses, sprich Vergebung der Sünden, ist nichts zu lesen von Errettung aus Gnade und Glauben allein, sondern Folgendes. Wallfahrten zu bestimmten Städten, besonders natürlich Rom und das Heilige Land, Teilnahme an der Messe, Verehrung der Eucharistie, Vater unser beten, ein anerkanntes Glaubensbekenntnis sprechen mit abschließender Anrufung der Jungfrau Maria, Werke in der Nächstenliebe tun, Entsagungen, und natürlich einen ansehnlichen finanziellen Beitrag leisten. Mit welchem Inhalt füllt nun die katholische Kirche Begriffe wie Gnade und Glauben und wie wird die Gnade Gottes für den einzelnen Menschen wirksam? Letztlich geht es um die Frage, wie man eigentlich errettet wird. Durch ein gutes Leben, das deckt sich also mit der protestantischen Auffassung, letzten Endes aber auch durch die Gnade Gottes. Wer in Gemeinschaft mit Gott leben will und das versucht, ich glaube, den nimmt er an. Ja, soweit es geht, nach seinem Gewissen leben. Demütig sein, sanftmütig sein, Jesus von ganzem Herzen lieben, die Liebe lieben, die Liebe muss geliebt werden. So kommt man in den Himmel. Zu Maria beten. Es ist für mich nicht zu definieren. Das kann man schlecht sagen. Einfach die Gebote halten, es kommt jetzt nicht darauf an, ob ich jetzt Katholik oder ob ich Evangelischer bin oder ob ich Hindu bin, sondern es kommt einfach auf die Strahlen Gottes an, die mich einfach selber irgendwo erwischen. Irgendwann im Leben einmal eine gute Tat begangen zu haben. Sich vernünftig benehmen, beten. Man muss ja nicht unbedingt in die Kirche gehen, sag ich mal. Also kann man ja keinen zu verpflichten. Aber halt anständig sein, ne? Ja, eigentlich alle Menschen leben. Die 10 Gebote halten. Tja, weiß ich nicht. Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Ja, einfach die Augen und die Ohren offen halten, wo Gott uns begegnen will. Gregor Daliat, Bernhard Dürer und Hervé Pasquier erinnern sich an ihre Bemühungen, sich ihre Errettung zu verdienen.
In der Zeit als Schweizer Gardist wollte ich Gott gefallen mit guten Werken, mit Opfer, zum Beispiel Schildwache zu stehen, 1 bis 2 Stunden ganz still dazustehen oder auch auf Verzicht zu halten. Ich ging auch in Rom zu einer Scala Santa, heilige Treppe, wo ich kniend hochging, um dort zu beten und auch meine Verwandten, die schon gestorben sind, um denen die Zeit im Wegfeuer zu verkürzen. Ich wollte Gott mit guten Werken gefallen. Der Tag im Kloster fängt sehr früh an, so um 3 oder 3:30. Bei uns hat er um 3:30 begonnen und endete abends um 9:30. Wir hatten 7 Gebetszeiten, Offizien im Oratorium. Das ist der Gebetsraum. Dazwischen mussten wir hart arbeiten. Der katholische Weg der Errettung ist ein stufenweises Voranschreiten auf dem Pfad der Erlösung. Der Mensch gilt als verletzt und erfährt Heilung, indem ihm die Gnade Gottes sozusagen tröpfchenweise wie eine Medizin in den Sakramenten zuteil wird, vermittelt durch die alleinige Vollmacht des Priesters. Ja, Sakramente kommt ja von dem lateinischen Wort Sacramentum, von Sacer, heilig, und Mentum, was etwas bewirkt, was etwas macht, also Mittel zur Heiligmachung oder zur Mittel zur Gnadenvermittlung eigentlich. Durch die Taufe werden wir geistig wiedergeboren. Durch die Firmung wird unsere Gnade gemehrt und unser Glaube gestärkt. Wiedergeboren und gestärkt werden wir genährt durch die göttliche Speise der Eucharistie. Wenn wir durch die Sünde in Krankheit der Seele fallen, werden wir durch die Buße geistig geheilt. Geheilt werden wir auch geistig und, falls es der Seele nützt, körperlich durch die letzte Ölung. Durch die Weihe aber wird die Kirche gelenkt und geistig gemehrt. Durch die Ehe wird sie leiblich gemehrt. Einmal ging ich zu meinem Großonkel, der ist katholischer Pfarrer, und fragte ihn: Onkel, sag mal, was muss ich eigentlich tun, um persönlich in den Himmel zu kommen? Mein Onkel schaute mir erst ein bisschen verdutzt an und sagte dann: Ja, Junge, dann musst du Dogmatik studieren. Aber schauen Sie, wie kann jemand, der selber jahrelang Dogmatik studiert hatte und Jahrzehnte als katholischer Pfarrer tätig war, immer noch nicht die Antwort auf eine solche einfache, aber doch wichtige Frage wissen? Und zweitens, wie kann man erwarten, dass normale, persönliche Menschen Jahre ihres Lebens investieren, um Dogmatik zu studieren, um die Antwort auf diese wichtige Frage zu bekommen? Die katholische Kirche versteht sich in der Rolle der Vermittlung der Gnade, der Erlösung, ganz als den Gnadengeber. Nur die Kirche kann eigentlich diese Gnade vermitteln. Und besonders dann wieder der Priester in den Sakramenten. Und daher gibt es keine Gnade neben dieser Kirche, weil nur die Kirche diese Gnade vermittelt. Erstmal ist beim Sakrament wichtig, dass der Charakter, der Zustand des Vermittlers, des Priesters und dergleichen nicht wichtig ist, ex opere operata, wie man sagt. Aus dem bewirkten Werk, aus dem Ding an sich, wird die Gnade vermittelt. Insgesamt aber ist es so, dass die Gnade eben stückchenweise oder tröpfchenweise vermittelt wird, Tag für Tag, Woche für Woche. Ja, durch den Glauben, durch das Vertrauen, allein packe ich sicher nicht. Ja, die Grundlage ist der Glaube. Der Glaube an Christus. Natürlich muss man glauben. Auch die Bischöfe und Priester sagen, man muss glauben. Ohne Glauben geht's nicht. Woran man aber glauben soll, das ist das Entscheidende. Also hier versuche ich einfach zu erklären, was der zentrale und eigentliche Unterschied zwischen der Lehre der katholischen Kirche und der Heiligen Schrift ist. Es geht um die Frage der Rettung. Viele Dinge sind gemeinsam, aber es gibt auch entscheidende Unterschiede. Wir haben hier links das Werk am Kreuz. Die katholische Kirche sagt, genauso wie die Bibel, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist und dass Jesus die Gnade der Sündenvergebung bewirkt hat. Andererseits, auf der rechten Seite haben wir den bedürftigen Empfänger, in diesem Fall meine Tochter Laura, die schuldig ist, die auch Sünderin ist und die die Gnade der Sündenvergebung braucht.
Das sagt die römisch-katholische Kirche und das sagt die Bibel. Die große Frage aber ist in der Mitte hier die Vermittlung. Die Frage nämlich, wie wird die links am Kreuz bewirkte Gnade für rechts Laura persönlich wirksam? Und die Kirche sagt dazu Folgendes, dass es einen Thesaurus Ecclesiae, einen Schatz der Gnade gibt. Wir könnten es vergleichen mit einem großen, gewaltigen Tank im Himmel. Dieser Tank ist durch das Werk Jesu Christi mit Gnade gefüllt worden. Er wird durch die Werke der sogenannten Heiligen auch noch ein bisschen weiter aufgefüllt. Und durch die guten Werke, die wir Normalsterblichen tun, können wir auch noch 1 oder 2 Promille hinzufügen. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Wie bekommt Laura das Werk am Kreuz? Wie hat sie Anteil an diesem Tank voller Gnade? Dazu gibt es einen, der den Hahn sozusagen bedient. Und das ist die Kirche mit ihren Priestern und den Sakramenten. Laura kommt demütig um Gnade bittend zur Kirche oder zum Priester, der den Hahn aufdreht, indem er ihr das Sakrament der Beichte oder das Sakrament der Kommunion spendet und so ein paar Tröpfchen dieser gewaltigen Gnade gibt, die für ein paar Tage vielleicht ausreichen. Der Mittler ist also hier die Kirche und ihre Sakramente. Aber was sagt die Heilige Schrift auf die Frage, wie wird die am Kreuz bewirkte Gnade für Laura oder für mich oder für dich persönlich wirksam? Es ist ganz einfach. Laura vertraut auf Jesus und sein Werk, das ist Glaube, eine vertrauensvolle Zuwendung. Und aufgrund dessen bewirkt Jesus die Sündenvergebung in Laura, aus Gnade, gratis. Laura braucht nichts tun, keine Sakramente empfangen, kein Kirchenmitglied werden. Sie vertraut in ihrem Herzen, ob klein oder groß. Und das ist, was die Heilige Schrift auch sagt, denn durch die Gnade gratis seid ihr gerettet, mittels Vermittlung des Glaubens, nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Der Mittler, wenn wir also einen schon haben wollen, ist hier der persönliche Glaube Lauras, nicht die Kirche und ihre Sakramente. Oder anders gesagt, es ist Christus, ein Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Stellen Sie sich vor, 35 Jahre lang habe ich in der Überzeugung gelebt, dass die guten Werke das sind, was mir das ewige Leben gleichsam ermöglicht. Und nun stelle ich fest, dass die guten Werke keine Grundlage sind oder nicht die Grundlage, um selig zu werden. Das ist schon ein Schock. Alle haben gesündigt und entsprechen nicht den Maßstäben Gottes. Der Maßstab Gottes ist nämlich viel höher, als wir uns im Allgemeinen vorstellen. Wenn die Kluft 20 Meter breit ist, dann ist ein Brett, das 1 Meter lang ist, so kurz. Ein Brett, das 10 Meter lang ist, ist genauso zu kurz, um die Kluft zu überbrücken. Und die Frage ist, wo finden wir die Antwort, wo finden wir die wirkliche Brücke, die diese Kluft zwischen mir und zwischen Gott überbrücken kann? Und ich habe erstaunt festgestellt, diese Gerechtigkeit kommt von der anderen Seite zu mir heran, wo nicht ich etwas hervorbringe, sondern Gott mir was schenkt. Habe ich den wahren Gott kennengelernt, der nicht ein Opfer von uns erwartet, sondern das ganze Opfer auf seinen Sohn gelegt hat, Jesus Christus, um uns vollkommen zu erlösen. Unser Pfarrer in unserem Dorf zu Hause erzählte sonntags in der Predigt einmal, stellt er vor, Jesus hat uns zu 99%, vielleicht sogar zu 99,9% erlöst. Aber die Bibel macht deutlich, Jesus hat uns zu 100% erlöst. Es ist vollbracht, ein für alle Mal. Wer retten kann, ist allein Jesus Christus und sein vollbrachtes Werk am Kreuz von Golgatha. Früher hatte ich immer das Bild von Gott, er wäre ein strenger Richter, der nur zufrieden ist, wenn ich all mein Unrecht selber abbüße. Nicht ich habe Gott gefunden. Ich würde sagen, Gott hat mich gefunden. Und persönlichen Frieden habe ich erst durch die Beziehung zu Jesus Christus bekommen. Das war die echte Befreiung, aber erst am Ende meiner Zeit im Kloster. Und als mir das klar geworden ist, dass ich den Maßstäben Gottes nicht entsprechen kann, von mir selber aus auch nie entsprechen können werde,
Da habe ich vor Gott kapituliert und habe Jesus mein Leben übergeben und ihm meine Sünden bekannt. Und da habe ich erfahren, dass er für mich ganz persönlich, für meine Sünden am Kreuz gestorben und für mich auferstanden ist. Und dass ich darin Vergebung und ewiges Leben habe, jetzt und für alle Zeit. Und das, Leute, ist die gute Nachricht. Euangelion, Evangelium. Ich habe immer wieder gebetet, Herr, führe du mich in deine heiligen Wahrheit. Und heute weiß ich, Jesus Christus ist für mich, für die Sünden der ganzen Welt gestorben, nimmt mich so an, wie ich bin. Und er vergibt mir vollkommen und er trägt mir nichts mehr nach. Wir brauchen nichts, keinen Rosenkranz, keine Anhänger, keine Bildchen. Wir können mit Jesus ganz persönlich sprechen und das genügt. Jesus Christus ist für mich das Größte, das es gibt. Er ist mir mein Freund geworden, der zu mir steht, der mich angenommen hat, der mich liebt, der mich mit meinem Namen kennt. Jesus ist mein Heiland geworden, der für alle meine Sünden schon gebüßt und gelitten hat. Was bedeutet Jesus für mich persönlich? An dich, das sag mal, alle die Schönheit Himmels und der Erde ist gefasst in dir allein. Keiner soll jemals lieber mehr werden, als du liebst, der Jesu mein. Jesus hat mir Frieden, seinen tiefen Frieden gegeben. Liebe Freunde, diesen inneren Frieden, den mir Jesus gegeben hat, mein Herz wünscht ihn euch. Ich möchte euch heute sagen, gute Werke sind nicht nötig, Kultobjekte sind nicht nötig, Rosenkranz und Rosenkranzgebete sind nicht nötig, geweihte Anhänger sind nicht nötig und so weiter. Allein Jesus rettet uns aus reiner Gnade. Er hat sein Blut vergossen, um uns zu erretten. Gestern, heute und für immer. Hier, aujourd'hui et toujours. Warum nimmst du den Rat nicht an und beugst deine Knie? Dich selbst zu retten, das schaffst du nie. Nicht vor Menschen, die dich wieder knechten. Wie lange noch willst du mit deinem Schöpfer rechten? Er steht vor der Tür deines Herzens und klopft an. Und wenn du ihm aufmachst, fängt mit heute ein neues Leben an. In einer Dimension, die man sich kaum vorstellen kann.